bevor ich begonnen habe, mich mit Moshe Feldenkrais zu beschäftigen, hatte ich das Wort Feldenkrais. Das hatte ich schon mal gehört. Ich wusste aber nicht, dass es eine Feldenkrais-Methode gibt. Ich wusste nicht, dass Feldenkrais ein Name ist, dass sie also dahinter ein Mensch verbirgt mit einer Geschichte. Und dann eines Tages ist meine Frau zurückgekommen von der Physiotherapie und erzählte mir, man habe ihr empfohlen, Feldenkrais zu machen. Und erzählte mir, dass es einen Moschee-Feldenkrais gegeben habe, der sei ein Bewegungslehrer gewesen. Ich sollte mal bitte nachsehen, was ich über den rauskriegen kann. Jedenfalls dann fand ich schnell heraus, dass dieser Moschee-Feldenkrais in der Tat ein sehr interessantes Leben gehabt haben muss. Der ist nämlich mit 13 oder 14 Jahren, das war nach Ende des Ersten Weltkrieges, ist aus seiner ukrainischen Heimatstadt weg, seiner Familie Adieu gesagt und ist nach Palästina gegangen. Er hat im Zelt gewohnt, am Strand. Er hat tagsüber auf Baustellen geschuftet, abends hat er Jiu-Jitsu gelernt. Und das braucht er nämlich für den Straßenkampf, zu dem es immer wieder kam mit feindlichen Arabern. Weggegangen aus Palästina ist er dann erst 1930, um in Paris zu studieren. Er wollte Ingenieurwissenschaften studieren. Und in Paris hat er dann auch den Japaner Jigoro Kano kennengelernt, den Erfinder des Judo. Was macht Feldenkrais? Feldenkrais lernte Judo, Feldenkrais macht den schwarzen Gurt, Feldenkrais gründet die französische Judo-Bewegung. Und dann ist ihm die Sache passiert, dass er gestürzt ist auf ein Knie, das er sich davor schon in Palästina beim Fußball sehr schwer verletzt hatte. Und die englischen Ärzte haben ihm gesagt, man kann nichts machen, das Knie muss operiert werden. Es kann allerdings sein, dass das Knie steif bleiben wird. Und das wollte er auf keinen Fall, das Risiko wollte er nicht eingehen. Aber da er Ingenieurwissenschaften studiert hatte und Judoka war, hat er gehofft, dass er selbst rauskriegen kann, aber nicht mit so einem kaputten Knie immer noch das machen kann, was er machen will. Und deswegen hat er angefangen, seine Möglichkeiten zu erforschen, sein Potenzial zu erforschen, hat versucht, wieder zu lernen, wie man lernt, wie man mit sowas umgeht. Und so hat sich die Methode entwickelt. Nachdem was ich über ihn gelesen hatte, über Moshe Feldenkrais, wollte ich unbedingt los und wollte mir seine Biografie besorgen. Ich wollte mehr über ihn wissen. Musste dann aber feststellen, dass es sowas nicht gibt. Es gibt keine Feldenkrais-Biografie. Was blieb mir also zu tun? Ich bin dorthin, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Das heißt nach Tel Aviv, wo er 1984 gestorben ist. Und habe alle möglichen Leute getroffen, interviewt, Material gesucht. Und dann habe ich sogar, nachdem ich wirklich lange Zeit geforscht habe, von seiner Familie die unveröffentlichte Autobiografie von Feldenkrais erhalten, die er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Und nachdem ich so lange über Feldenkrais recherchiert hatte, versucht hatte, ihm nahe zu kommen, ihm auf die Spur zu kommen sozusagen, wollte ich dann auch irgendwann wissen, wie sich das anfühlt, wie sich die Methode anfühlt, wie sich das anfühlt, Feldenkrais zu machen. Und das Buch, das ich so verzweifelt gesucht hatte, das Buch über Feldenkrais, das musste ich mir schließlich selbst schreiben. Und hier ist es.